Hallo, GNOME 3. Die Shell Extension CPU Frequency. Durch die Shell Extension CPU Frequency wird die aktuelle CPU-Frequenz im Panel oben angezeigt. Die Installation wird eingeleitet per Mausklick auf die Schaltfläche links neben den Erweiterungsnamen auf der jeweiligen Seite bei extensions.gnome.org, sodass ein On erscheint. Installieren und schon ist die Erweiterung da. Gescannt werden Dateien im Verzeichnis Sys, Devices, System, CPU und jetzt CPU 0, CPU 1 und so weiter. Im Unterverzeichnis CPU FR EQ sind die jeweiligen Informationen, die gebraucht werden, um dann die aktuelle CPU-Frequenz herauszufinden. Die gefundenen Informationen werden angezeigt bzw. grafisch dargestellt. Zu finden ist die Extension, die ich gerade installiert habe, in einem versteckten Verzeichnis im persönlichen Ordner. Und zwar im Ordner.local share gnome-shell extensions. Hier ist meine Erweiterung. Durch das Entfernen des Ordners wird die Erweiterung gelöscht. Anschließend ist ein gnome-shell-neustart notwendig. Durch Alt F2 R. Um die Sättigung der Symbole zu deaktivieren, ändert man den Wert der Konstante auf False. Man ändert die Datei extension.js mit einem Doppelklick. So kann man die Datei öffnen mit dem Texteditor. Und in Zeile 14 ist die richtige Konstante dazu. Hier ändert man einfach den Wert True und schreibt stattdessen False. Speichern, Texteditor schließen und jetzt führt man einen GNOME-Shell-Neustart durch mit Alt F2 und R. Okay, und jetzt zeige ich nochmal, wie man die Erweiterung löscht. Einfach mit der rechten Maustaste auf den Ordner der Erweiterung klicken und jetzt den Eintrag in den Müll verschieben anklicken. So wurde der Ordner gelöscht und jetzt Alt F2 und R für den GNOME Shell Neustart. Okay, ciao und viel Glück!